Eine schwerverletzte Person und ein Sachschaden von ca. 80.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag gegen 17 Uhr auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen in Fahrtrichtung München ereignete. Ein 51-jähriger Lenker eines Daimler-Benz-Sattelzuges, beladen mit 28 Tonnen Zement, musste kurz vor dem Sulzbach-Viadukt wegen stockenden Verkehrs sein Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen bis zum Stillstand abbremsen. Der dahinterfahrende 60-jährige Lenker eines Lkw, ebenfalls der Marke Daimler-Benz, beladen mit Tausenden von Briefen, erkannte dies zu spät und fuhr auf den bereits stehenden Sattelzug mit hoher Geschwindigkeit auf. Christian Rothe, Pressesprecher der Feuerwehr Ostfildern, schilderte uns den Einsatz. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Stückgut-Lkw auf einem mit Zement beladenen Silozug aufgefahren war. Der Fahrer des Stückgut-Lkws war in seinem Führerhaus eingeklemmt. Zunächst wurde eine Öffnung zur medizinischen Erstversorgung geschaffen. Dann wurde mit schwerem hydraulischen Rettungsgerät die Rettungsöffnung geschaffen und der Fahrer nach ca. 25 Minuten Rettungsarbeiten aus seiner Zwangslage befreit und im Rettungsdienst übergeben. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Der Sattelzuglenker blieb unverletzt. Die Richtungsfahrbahn München musste für ca. 40 Minuten gesperrt werden. Die restlichen anfahrenden Rettungskräfte hatten Mühe, durch die nicht oder nur teilweise vorhandene Rettungsgasse zu kommen. Die Polizei musste sich zu Fuß den Weg freimachen. Einige Verkehrsteilnehmer werden nun mit Anzeigen rechnen müssen. Anschließend war der rechte Fahrstreifen bis 22 Uhr wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt. Der Verkehr staute sich auf eine Länge von bis zu 15 Kilometern.